So, ein wunderschön und herzlich willkommen zurück zu MyTest. Genau, MyTest. Ja, MyTest. Creator Server Let's Play und so. Ja. Ich bin gerade am Überlegen. Nein. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir vielleicht doch nein. Die Sache ist, letztens hat mir jemand aus dem Forum vorgeschlagen, es war glaube ich so Ehren, Sören. Ich weiß immer noch nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Vorgeschlagen mal wieder bei hatte ich auch schon gesagt gehabt, ne? Mal wieder bei Minecraft 2 oder bei Vanilla Server vorbeizugucken. Und im Rahmen dessen bin ich halt gerade am Überlegen, ob wir nicht vielleicht. Ah ja, okay, jetzt wechselt doch mal wieder. Sehr schön. Der ist immer noch an. Wollen wir mal bei dem vorbeischauen? Wobei das mittlerweile ein bisschen weiter weg. Der Name bewegt sich kaum noch, wenn man sich so seitlich bewegt. Schreibt in die Kommentare, ob wir ihn verfolgen wollen. Yay! Weil das noch 5 Wochen später noch Sinn macht. Wow! Ja. Was? Genau. Nee, wir gehen jetzt erstmal, wir machen jetzt erstmal unser Keller weiter. Unser Dach. Siehst du, wir können bei dem Hotel noch einen Keller hinbauen. So ein unterirdisches Verlies. So ein richtiges geil. So ein richtiger Geheimkeller, wo keine Treppe hingeht, kann ich sein gar nichts. Oder so eine vollautomatische Treppe, die sich selber so, ne? Man merkt sich im Hotel, aber es gibt irgendwo so einen Geheimschalter, wenn man den klickt, dann fährt so eine vollautomatische Treppe runter. Ganz ehrlich, warum eigentlich nicht? Die Frage wäre halt, wo man die Treppe unterbringt. Weil der einzige Bereich, wo halt Platz ist, ist halt da, wo der Baum eigentlich, also dieser Innenhof. Oder aber da soll ja, ne, da soll ein Innenhof hin. Weil technisch möglich wäre sowas. Ne? Es gibt ja diese Vertical Hopper. Und damit kann man garantiert sowas zaubern. Das wären zwar ganz schön hässliche Treppen, weil es wären halt so eine Vollblock-Treppen, die da dabei entstehen. Aber ganz ehrlich, pff. Wobei man kann man, oh Alter. Muss ich mal ein bisschen gucken. Ich glaube, ich versuche sowas erstmal selber offline zu bauen. Und wenn ich das einigermaßen gescheit hinbekomme, dann versuchen wir mal sowas da zu bauen. Aber ich weiß nicht, ob das was wird. Aber ich habe gerade überlegt, wenn man die oberste Steinschicht quasi erstmal zur Seite schiebt, dann kann man darunter ja auch Stairs verstecken. Und wenn man dann die Stairs hochschiebt und den anderen hoch und runter schiebt, hat man eine richtige Stairs-Treppe. Aber dazu müsste man halt, ne, mit diesen, müsste man halt die Stairs haben und darüber noch eine normale Blockreihe, damit man die Stairs halt standardmäßig nicht sieht. Das heißt, man müsste erstmal die oberen Blöcke wegschieben, damit man die wegschieben kann. Muss man daneben aber Hoppers haben, die darf man aber auch nicht sehen. Das heißt, man muss die auch irgendwie verstecken, damit die dann die eigentlichen Blöcke zur Seite schieben. Und so weiter und so fort. Also, Katastrophe. Wer denkt sich sowas aus? Wait a minute. Wir bräuchten dafür eigentlich nur irgendwo ein bisschen Platz, wo man einfach mal so zweimal, ne, so einen kleinen Weg mit zwei breit hat. Ey, Leute! Guckt mal, was ich hier gefunden habe. Das Problem ist halt, die Dinger hier werden halt im Weg. Und die unauffällig verschwinden lassen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ne. Ich müsste hier die gesamten Steine wegpacken. Wegmachen. Das würde man definitiv. Das würde dann auffallen. Fuck. Oder halt hier hinten. Hier nach hinten gehend. Ne, ist auch kacke. Achso, das ist genauso kacke. Es muss irgendwo sein, wo so schon ein Weg ist, damit es nicht auffällt, dass hier noch ein nutzloser Gang, also nicht so,
so eine nutzlose Kammer ist oder sowas, ist dann auch wieder scheiße. Nee, es muss schon richtig sein, so dass man es normalerweise halt nicht, dass es halt normalerweise nicht auffällt. Boah, Alter. Nee, wüsste ich erstmal nicht wo. Ah, mal schauen, vielleicht kann man sowas ja beim Leuchtturm besser etablieren. Ich guck mal ganz kurz, wie der Leuchtturm von der Grundstruktur her, weil von der Grundstruktur her wäre da schon Platz für so ein Vorhaben. Alter. Also hier könnte man es halt echt machen. Das wird halt hart geil, ne? Okay, komm. Ganz ehrlich, warum eigentlich nicht? Fick die Henne. Da brauchen wir aber eine Menge Materialien für. Um da so einen Geheimgang reinzubauen. Um da so einen Geheimkeller drunter zu bauen. Da brauchen wir jetzt schon scheiß Material für. Wir brauchen erstmal Hoppers. Dann brauchen wir irgendeine Art von Interface. Ne? Also ich will da keinen Schalter irgendwo hinklatschen, weil Schalter, den sieht halt jeder. Und das, nee, das soll wirklich absolut geheim sein. Das heißt, es muss irgendwie indirekt aktiviert werden. Und da gibt es, glaube ich, so einen Spielerdetektor. Und das heißt, so ein Ding brauchen wir dann quasi auch. So, wir gucken erstmal wegen Hopper. Hießen die nicht so? Ah, genau hier. Player Detektor, genau. Und da kann man nämlich, glaube ich, auch bei den hier unten kann man es auf jeden Fall. Bei dem hier oben weiß ich jetzt nicht, ob der einfach alle erkennt. Es gibt auf jeden Fall welche, da kannst du auch einen Namen eingeben. Ich kann euch ja mal ganz kurz was zeigen. Also, ich habe da mal was gebaut. Habe ich das schon gezeigt? Glaube nicht, ne? Ich habe da mal was gebaut. Rein experimentell. So, mein Hotel war, glaube ich, in die Richtung. Wie gesagt, ich nutze den Creative Server ja auch selber, um da mal ein paar Sachen auszuprobieren. Gerade mit Mesecon und gerade auch mit der Technics-Mod. Und da habe ich gerade in der... Alter, die Sprint-Mod, die funktioniert schon wieder nicht. Mann, willst du mich eigentlich verarschen? Was soll ich gerade sagen? Genau. Ich probiere bei dem Creative Server, wie gesagt, auch selber ein paar Sachen aus. Mit Technics-Mod und Mesecon. Da habe ich letztens zum Beispiel so eine Bunkertür gebaut. Ne, so eine richtig massive fucking Bunkertür. Auch richtig so mit Leuchten, die dann an- und ausgehen, wenn du da bist und... Ach scheiße, was mache ich hier gerade? Ich müsste mich als Walker anmelden. Ah nee, komm, alles gut. Kann ich auch erstmal zeigen, wie es nicht funktioniert. Ist quasi auch so eine vollautomatische Tür. Wenn ich mit meinem Hauptkonto in der Nähe bin, in der Nähe von der Tür... Dann geht diese super schwere metallene Tür quasi vollautomatisch auf, aber halt auch nur bei mir. Andere Spieler kommen also nicht rein. Ich hoffe, mein Software gerade in die richtige Richtung. Das sieht ja gerade irgendwie so weit aus. Doch, müsste richtig sein. Täuscht gerade wahrscheinlich nur, weil ich nicht sprinten kann. Ich wüsste gerne mal warum. Ich müsste hier richtig sein, oder? Oh, ich weiß es nicht. Doch, da vorne ist der Bahnhof. Ist das der Bahnhof, ne? Ja, doch, ist der Bahnhof. Ja, ist der Bahnhof. Das heißt, ich bin hier richtig. Oh, Alter. Wer hat diese Kluft hier gebaut?
Ist doch scheiße, hier auch schon wieder. Ist doch scheiße. So, müsste, genau, hier ist die große Fläche. Ja, da, das Ding da. Guckt euch das Ding mal an. Ich hab's, glaube ich, noch nicht gezeigt. Und wenn doch, so tut es mir jetzt gerade sehr leid, dass ich jetzt nochmal zeige. Das Ding. Man sieht da, ne, also, wow, hallo. Ne, also das hier ist natürlich nur der Türbereich. Normalerweise ist natürlich nach links noch riesen Stahlwand, nach rechts riesen Stahlwand, nach oben, wie man es möchte. Also das ist wirklich nur die Tür. Man sieht auch schon, Alter. Okay, jetzt ist es gerade ein bisschen hässlich. Immer mal ein bisschen sichtbar hier runter. So, man sieht ja schon, ist einigermaßen dick. Das liegt vor allen Dingen an der Technik. So, und jetzt sieht man hier, aha, alles rot, oh scheiße. Nicht so schön, ich komme nicht durch. Man kann nichts machen, weil Stahl und Protected und alles Mögliche. Okay, ganz hier. Siehst du, und hier ist halt Simbalaba. Man kann das natürlich auch nicht verändern, klar. Macht auch keinen Sinn. Das heißt, wenn der Spieler, der hier eingetragen ist, das Ding hier in der Nähe kommt, dann wird das Ding ja aktiviert. Und wenn das aktiviert ist, auf der anderen Seite gibt es auch nochmal welche. Das heißt, es funktioniert in beide Richtungen. Und wenn dieser geheime Spieler da das macht, ich glaube, ich sollte mal im Hintergrund meine ganzen Mindset-Server auf dem Rechner mal neu starten. Da scheint gerade ganz schön viel Aktivität zu sein. Das ist ja schlimm. So. Ach, ich bin doch auf meiner Testplattform. Ja, gut. Ja, man sieht schon, ich bin hier gerade ein bisschen am Rumtesten. Ne? Hier habe ich auch mit der CNC-Mod rumgespielt. Ja. Egal. Wir gehen mal zum. Habe ich das hier eingespeichert? Nein. Schade. Na gut. Dann gehen wir einfach mal zum Spawn. Dann gehen wir erstmal irgendwo anders hin. Gehen dann zum Spawn. Danke dafür. So, nein. Bin ich gerade in die richtige Richtung geflogen? Ich glaube nicht. Obwohl, doch, kann sein. Doch, alles gut. War gerade vor dem Nadelwald ein bisschen irritiert, aber eben ab Spawn ist ja überall Nadelwald. Von daher macht das schon Sinn, dass er Nadelwald war. So, und jetzt, da ist mein super Dingsmonster. Und wenn ich jetzt in die Nähe komme, sieht man gleich schon, aha, die ersten gehen an. Aber die ersten rechnen nicht aus. Und wie gesagt, hier auf beiden Seiten sind welche. Das heißt, ich muss so nah rangehen, dass auch die anderen hinten aktiv werden. Und sobald die aktiv sind, bupp, geht das Licht hier aus. Da vorne geht auch das Warnlicht aus. Und das Ding ist offen. Hada! Bumm. Vollautomatische Bunkeranlage. Ich bin noch am Überlegen, ob ich hier unten den Boden wegnehme. Hier quasi auch so eine Glasblöcke hinsetze, die dann auch mit den Dwarpern, mit diesen Dingern, quasi auch verschoben werden, aber quasi genau andersrum. Also wenn die oberen rausgeschoben werden, wenn die unteren Glasblöcke reingeschoben. Das heißt, wenn quasi die Stahlblöcke reingeschoben sind, also so, wenn die Glasblöcke weggeschoben unten und unter den Glasblöcken ist dann Lava oder so ein Scheiß. Das heißt, wenn sich jetzt wirklich versucht, jemand rein zu glitschen, also ne, einfach quasi, gibt es ja dieses typische Trick, dass man quasi dafür sorgt, dass man kein Internet mehr hat, dann kann man quasi die Blöcke abbauen und weil kein Internet ist, wenn die Blöcke quasi nicht hergebaut wieder. Man kann sich also reincheaten quasi. Und wenn aber dann unter einem kein Block mehr ist, dann fällt man trotzdem runter und fällt dann dabei in die Lava. Und deswegen quasi, ne? Aber das habe ich halt noch nicht implementiert. Ein bisschen schon implementieren. Das dann quasi drunter, denn außerdem sieht es halt auch geil aus, wenn da drunter halt Lava ist direkt. Sieht halt, boah. Ne? Und ja, das ist quasi so ein bisschen das, was ich da halt so versuche zu bauen.
So, jetzt schieße ich mir erstmal ganz kurz hier die ganzen Server ab. Ist mir gerade scheißegal. Könnt mich alle mal. So, mein Terminal öffnen hier. Dankeschön. So. Und dann Term mein Test. Ja. Mal den Server neu starten. Aha, und schon geht der Arbeitsspeicher direkt runter. Sehr schön. Sehr schön. Das war ja hier Katastrophe gerade. Und ja, wie gesagt, es sind nur die Testserver hier mit den ganzen, also nicht Testserver, sondern die ganzen Nebenserver, die ganzen Pilot-Server, die keinem interessieren. Meine Hauptserver laufen ja wie gesagt alle auf dem Laptop. Und der ist davon also nicht betroffen. Und ja, mit dem Befehl, den ich gerade gemacht habe, mit diesem Kill All Sick Term, mein Test, wird quasi an allen Programmen, also Kill All, der Befehl ist ein bisschen irreführend, weil das Programm killt nicht alle Programme, sondern sendet einfach nur standardmäßig den Kill-Signal und auch das stimmt nicht, sondern es sendet das Sick Term-Signal standardmäßig an alle Programme, soweit ich weiß. Auf jeden Fall sendet das Programm ein bestimmtes Signal an alle Prozesse, die einen bestimmten Namen haben. In dem Fall also ein Signal an alle Programme, die Mindtest heißen. Und das Signal kann man halt mit diesem Bindestrich vorne markieren. Und in dem Fall SigTerm heißt das Signal zum normalen Runterfahren von Mindtest. Das ist also kein Abwürgen, sondern alle Instanzen von Mindtest bekommen das Signal, also dieses SigTerm-Signal. Und das veranlasst Mindtest normal runterzufahren. Also das gleiche wie wenn ich in Mindtest das mache. Also das ganz normale Runterfahren. Genau. Und damit kann man halt quasi relativ easy einfach alle Server, die aus dem Rechner laufen, mit einmal runterfahren und neu starten. Ja, ist sehr schön. Home. Danke. So. Und wie man gesehen hat, der Typ ist auch noch da, weil wie gesagt, der Server hier wurde nicht runtergefahren, weil der läuft auf meinem Laptop. So wie alle anderen Hauptserver von mir. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden. So, okay. Wir wollen jetzt aber keine Tür bauen, sondern wir wollen eine Treppe bauen. Das heißt, wir brauchen jetzt so auf jeden Fall zum Beispiel Treppen. Und scheiße, jetzt wollte ich mal gucken, wie die Dinger eigentlich heißen. Das habe ich nicht nachgeguckt, wie die Dinger heißen. Okay, müssen wir doch mal neu gucken. Mesocons. So, jetzt mal Schwanzvergleich. Hier sind sie doch. Pisten. Soll ich mich jetzt hier vor Lachen bepissen oder was? So, und da müssen wir jetzt gucken, es gibt so eine vertikalen. Und die brauchen wir nämlich für die Treppe. Jetzt weiß ich nur nicht. Oder gibt es doch nicht? Scheiße. Na gut, ich kann hier aber, glaube ich, mit den Schraubendrehern zurechtdrehen. Das sollte funktionieren. So. Okay, Pisten sind sogar relativ preiswert. Geil, weil wir werden davon nämlich eine ganze Menge brauchen. Wir brauchen Pisten. Ah ne, wir brauchen ja diese Sticky Pisten. Ah, halt. Pisten. Bin ich jetzt bescheuert? Ach, ja. Englisch. Mann, ich hab schon wieder geschrieben. So, die Dinger brauchen wir. Okay, ist also einfach nur Glue. Einfach nur Glue? Wie kriegt man Glue? Haben wir schon Glue? Nee, ne? So was Klebriges fasse ich normalerweise nicht an. Okay, aber wir haben diesen komischen Gummibaum. Ach, halt, Baum, hier unten. Daraus können wir uns also Glue machen. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Erstmal muss ich überlegen. Also, ich brauche alleine für die Treppe. Brauche ich mindestens 4 Pisten. So, dann brauche ich nochmal für die magische Wand, die sich dann wegfährt, auch nochmal 6 Pisten. Genau, und mehr nicht. Beziehungsweise, nein, stimmt gar nicht. Ich will die Treppe ja nur 1 breit machen, weil das da bei dem, weil der Leuchtturm, der ist ja eine ungerade Anzahl. Das heißt, ich habe einen Block Eingangstür. Und deswegen mache ich die magische Treppe auch nur ein Block breit. Das heißt, ich brauche sogar nur die Hälfte davon an Pisten. Das heißt also 5 Stück. Gut. So, wie war das jetzt? Erstmal grinden. Macht das Sinn? Jetzt machen wir erstmal nur 3. Genau.
So. Dann muss ich diesen Scheiß jetzt irgendwie was damit machen? Eine Verwendung? Digga, ich hau dich gleich mal. Extrahieren. Okay, dann extrahieren wir, mein kleiner Freund. So, das müssen wir dann kochen, richtig? Also backen. Genau, genau. Okay. Das klingt. Oh, wow. Oh. Gut, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Oder wird mit extrahieren? Nee, da wird. Ja, da ist immer nur 1 zu 1. Okay. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen mehr davon. Ich will. Okay, komm, ich mache jetzt mal wirklich nur 5, weil ich weiß nicht, ob wir dieses Gummi bauen, brauchen wir noch für andere Sachen, ne? Weil dieses Gummi. Das brauchen wir auch noch für Kabel und so ein Scheiß, glaube. Von daher will ich das jetzt nicht alles verschwenden, was wir haben. Ach so, aus einem bekommen. Okay, man bekommt also aus einem Baum. Nee, was? Hä? Habe ich das was falsch gemacht? Extraktor. Ach, 4 sind 1. Allo. Okay, gut. Heißt, ja, okay. Also doch. Pro Baumstamm kriegt man gerade mal einmal so ein Ding hier. Rohlatex. Das ist natürlich heftig. Aber gut, mehr brauchen wir auch nicht. Das heißt, es ist ganz schön teuer. Öfen. So, du kommst, genau, einfach da rein. Wo bist du jetzt da? So, und dann, Alter, wie schnell diese LV-Öfen sind. Weil es gibt ja auch noch andere Öfen. Es gibt ja auch noch MV, also Mittelvolt und... Gibt es Hochvoltofen? Weiß ich gar nicht. Mittelvolt. Lowvolt. Nee, Highvolt gibt's nicht. Okay, schade. Wollte gerade sagen. Weil, wie gesagt, man sieht ja schon, dass die Lowvolt-Ofen schon relativ schnell sind. Also wesentlich schneller als die normalen Öfen. Und wenn dennoch noch die Mittelvolt-Öfen. Die dürfte dann auch richtig scheiße schnell sein. Gut, was jetzt? Genau, jetzt haben wir dieses komische Klebezeug. Und jetzt brauchen wir bloß noch, genau. Bisschen Mehl bekommen. Dann Stein und Holz. Und daraus können wir jetzt 5 wunderschöne Pisten bauen. Ja, ich hab's auch richtig geschrieben. Stahlbarren fehlt noch. So. Ja, komm, das war jetzt ein bisschen. So viel brauchen wir wirklich nicht. Alles. Ach, wir bekommen immer gleich 2. Alter, na, egal, komm. Was? Ach so, ja, klar. Das gerade, hey, wir haben noch gerade mal 5 Kleber. Wie kann er jetzt davon gleich 20 machen? Aber ja, Kleber brauchen wir erst jetzt. So. Und da war also noch 15 Pisten, die sich verpissen können. Ah, diese Wortwitze, ich weiß nicht mehr. Ja. Warte, du kriegst. Ist ja gut jetzt hier. So. Und dann brauchen wir. Mir fällt gerade nur auf. Ich glaube. Warte mal kurz. Wenn wir jetzt eine magische Treppe haben, die wir mitten im Weg bauen. Weil das Problem ist bei der magischen Treppe, damit man die Pisten nicht sieht, muss es wirklich im Gang sein, der links und rechts von der Mauer umgeben ist. Und. Da wollte ich jetzt die Mauer auch wirklich nur einen Block breit machen, aber wir müssen ja auch an die Treppe dran vorbei können, wenn wir nicht runter wollen. Das heißt, ich brauche, dann machen wir vielleicht, mache ich nicht, weil, because I, ich bin Mark. Nudeln. Nö, alles bleibt so. Bleibt alles so, wie es ist. Alles gut. Ich hab nichts gesagt. Komm, labert mal hier nicht rum. Let's go.
Wir brauchen mehr Cleanstone. Das heißt, wir rennen mal ganz schnell. Oh, lass mich vorbei, du Arsch. Achso, halt, wir brauchen noch einen Player-Detektor. Wir brauchen ja noch einen Player-Detektor. Okay, ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Ja. Einfach Weilbaum. Bis dann.